Russisch lernen mit Russland-Journal. Здравствуйте, я Анастасия. Привет, я Крис. И это урок 96. 96, Lektion 96. Und die erste Frage von heute lautet: Ты сделал домашнее задание? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Да, я сделал домашнее задание. Ja, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Хорошо. Я очень рада, что ты сделал домашнее задание. Gut, ich freue mich, dass du die Hausaufgaben gemacht hast. Und jetzt machen wir das wieder so, dass Chris die Sätze auf Deutsch sagt und ich die Übersetzung auf Russisch. Er hat gesagt, dass er sich erkältet hat und sich nicht so gut fühlt. Он сказал, что он простудился и неважно себя чувствует. Am Sonntag hat sich mein Bruder stark erkältet. В воскресенье мой брат сильно простудился. Er hatte starken Husten, Schnupfen und schreckliche Kopfschmerzen. У него был сильный кашель, насморк и болела голова. Gestern ist meine Kollegin nicht zur Arbeit gekommen, weil sie starke Halsschmerzen und Fieber hatte. Вчера моя коллега не пришла на работу, потому что у нее сильно болело горло и была температура. Leider kann ich heute nicht kommen, weil ich schreckliche Bauchschmerzen habe. К сожалению, я сегодня не могу прийти, потому что у меня ужасно болит живот. Sie wäre gekommen, wenn sie sich nicht erkältet hätte. Она бы пришла, если бы не простудилась. Wenn ich so starke Bauchschmerzen hätte, würde ich zum Arzt gehen. Если бы у меня так сильно болел живот, я бы пошел к врачу. Wenn er gewusst hätte, dass sie krank ist, wäre er auf jeden Fall gekommen. Если бы он знал, что она болеет, он бы обязательно приехал. Hier angekommen haben wir im Sinne von angereist gemeint, deswegen benutzen wir hier das Verb приехал. Ich hoffe, ihr habt alles richtig gemacht, auch mit dem Konjunktiv. Unser neues Thema heute ist der Komparativ im Russischen. Die gute Nachricht ist, dass die russischen Adjektive und Adverbien die einfache Komparativform gleich bilden. Generell gibt es im Russischen zusammengesetzte und einfache Formen des Komparativs. Heute konzentrieren wir uns auf die einfachen Formen. Die meisten russischen Adjektive und Adverbien bilden die einfachen Formen des Komparativs mit Hilfe des Suffixes je, je. In der Umgangssprache benutzt man stattdessen manchmal das Suffix jej. Bei der Aussprache ist es wichtig, dass meistens das erste je von dem Suffix betont wird, egal ob man das Suffix je, je oder umgangssprachlich je benutzt. Wir machen das jetzt anhand von Beispielen. Was hieß сильный oder сильна? Stark. Ja, dabei ist сильный natürlich das Adjektiv und сильна das Adverb. Ja, und hier nehmen wir die Endung weg und haben den Wortstamm сильн. Und an diesen Wortstamm hängen wir das Suffix je, je und haben die Form сильнее. Die Betonung ist auf dem ersten je von dem Suffix сильнее. In der umgangssprachlichen Form wäre das сильней. Stärker. Noch ein Beispiel. Важный oder важна? Wichtig. Hier die Komparativform wäre важнее oder важней. Wichtiger. Jetzt versuchst du mal mit dem Wort быстрый oder быстро. Ich nehme die Endung weg, also bleibt быстр und hänge je dran, also быстрее oder быстрей, schneller. Richtig, быстрее oder быстрей. Und wie hieß kalt? Холодно. Холодно, das Adverb, oder? Холодный. Холодный, das Adjektiv. Also? Also wieder die Endung weg. Холоден, холоднее,
холоднее, kälter. Холоднее, холодней. Oder теплый, тепло. Warm. Und hier die Komparativform. Теплее, теплей, wärmer. Теплее, теплей. Ich habe vorher gesagt, dass die Betonung meistens auf dem ersten Je von dem Suffix ist. Das ist nicht der Fall, wenn das Wort sehr lang ist. Zum Beispiel im Falle von интересный oder интересна. Interessant. Hier haben wir die Betonung mitten im Wort. Интереснее, интересней. Interessanter. Oder медленный, медленно. Langsam. Hier wieder die Betonung mitten im Wort. Медленнее, медленней. Also wenn ich sagen möchte, sprechen Sie bitte langsamer, würde ich sagen, говорите медленнее, пожалуйста. Да, говорите медленнее, пожалуйста. Oder man kann sagen, вот это уже интереснее. Das ist schon interessanter. Bei den weiteren Übungen benutzen wir immer das Suffix je, je, einfach weil es gebräuchlicher ist. Und um den Gebrauch des Komparativs zu üben, müssen wir wissen, wie man Sachen vergleicht. Und im Russischen kann der Vergleich unterschiedlich ausgedrückt werden. Wir konzentrieren uns heute auf die gebräuchliche Konstruktion mit dem Wort чем. Es entspricht in diesem Kontext dem deutschen als. Zum Beispiel: Сегодня у меня болит горло сильнее, чем вчера. Heute tut mir der Hals mehr weh als gestern. Завтра будет холоднее, чем сегодня. Morgen wird es kälter als heute. В Германии теплее, чем в России. In Deutschland ist es wärmer als in Russland. Где сейчас теплее, в Москве или в Петербурге? Wo ist es jetzt wärmer, in Moskau oder in St. Petersburg? Как быстрее доехать из Германии в Россию? Wie kann man schneller von Deutschland nach Russland kommen? Это зависит от того, откуда и куда ты едешь. Das hängt davon ab, von wo und wohin du fährst. Frag du mal, wie kann man schneller vom Flughafen ins Stadtzentrum kommen? Как быстрее доехать из аэропорта в центр города? Как быстрее доехать из аэропорта в центр города? Oder man kann auch sagen, выздоравливай быстрее. Wörtlich übersetzt, werde schneller gesund, aber das wird im Sinne von werde schnell gesund verwendet. Выздоравливай быстрее. Das waren die Übungen mit den Wörtern, die den Komparativ mit dem Suffix je, je bilden. Manche russische Adjektive und Adverbien bilden den einfachen Komparativ nur mit dem Suffix je. Dabei tritt oft ein Konsonantenwechsel auf. Es gibt da verschiedene Modelle von diesem Konsonantenwechsel. Das gehen wir jetzt nicht alles durch. Wir nehmen einfach ein paar Wörter, die gebräuchlich sind. Bei der Aussprache ist es so, dass die Wörter, die mit dem Suffix je den Komparativ bilden, immer stammbetont sind. Das erste Wort hier ist дорогой oder дорого. Teuer. Und die Komparativform ist дороже. Teurer. Die Betonung ist auf dem zweiten O, auf der zweiten Silbe. Das Suffix je ist unbetont. Дороже. Günstig heißt auf Russisch дешевый oder дешево. Und die Komparativform davon ist дешевле. Günstiger. Man kann sagen здесь все дороже. Hier ist alles teurer. Oder говорят, что там все дешевле. Man sagt, dass dort alles günstiger ist. Oder билеты на поезд обычно дешевле, чем билеты на самолет.
Zugtickets sind normalerweise günstiger als Flugtickets. Hier benutzen wir wieder die Konstruktion mit dem Wort чем. Sag du mal, Flugtickets sind normalerweise teurer als Zugtickets. Билеты на самолет обычно дороже, чем билеты на поезд. Билеты на самолет обычно дороже, чем билеты на поезд. Мы купили билеты через интернет, потому что это было дешевле. Wir haben Tickets über das Internet gekauft, weil es günstiger war. Я всегда бронирую гостиницы через интернет. Это быстрее и дешевле. Ich buche Hotels immer über das Internet. Das ist schneller und günstiger. Und sag du mal, in Moskau sind Hotels teurer als in St. Petersburg. В Москве гостиницы дороже, чем в Петербурге. В Москве гостиницы дороже, чем в Петербурге. Ein anderes Paar, was wir hier nehmen, ist близкий, близко. На. Der Komparativ davon ist ближе. Näher. Und далеко, далекий. Der Komparativ ist дальше. Weit, weiter. Этот отель дороже, но ближе к центру города. Dieses Hotel ist teurer, aber näher zum Stadtzentrum. Wenn man das Wort ближе verwendet, dann kommt danach die Präposition к und danach kommt der Dativ, also ближе к центру города in dem Fall. Wenn man das Wort дальше verwendet, dann kommt danach die Präposition от mit dem Genitiv. Эта гостиница дешевле, но дальше от центра города. Dieses Hotel ist günstiger, aber weiter vom Stadtzentrum. Beim Komparativ gibt es auch unregelmäßige Formen. Eine Form kennen wir schon ziemlich gut, und zwar die Form лучше. Besser. Und das ist der Komparativ von was? Von хороший, хорошо. Хороший oder хорошо. Я чувствую себя лучше. Ich fühle mich besser. Oder sag du mal, sie fühlt sich besser? Она чувствует себя лучше. Она чувствует себя лучше. Es gibt einen Ausdruck, der sehr oft in verschiedenen Situationen verwendet wird. Тем лучше. Umso besser. Тем лучше. Тем лучше. Тем bedeutet umso oder desto, vor allem wenn man das in der Kombination mit dem Wort чем benutzt. Also чем, тем entspricht dem Deutschen je, desto. Zum Beispiel, чем ближе, тем лучше. Je näher, desto besser. Чем дешевле, тем лучше. Je günstiger, desto besser. Sag du mal, je schneller, desto besser. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Und je wärmer, desto besser. Чем теплее, тем лучше. Чем теплее, тем лучше. Oder чем дальше, тем интереснее. Je weiter, desto interessanter. Kann man sagen, wenn man über eine Geschichte spricht oder eine Geschichte hört. Oder дороже не всегда значит лучше. Teurer bedeutet nicht immer besser. Das Gegenteil von gut ist natürlich schlecht. Und auf Russisch? Плохой, плохо. Плохой, плохо. Der Komparativ davon ist хуже. Хуже. Man kann sagen, тем хуже. Umso schlechter. Oder wenn man über das Befinden spricht, kann man sagen, я чувствую себя хуже. Ich fühle mich schlechter. К сожалению, сегодня он чувствует себя хуже. Leider fühlt er sich heute schlechter.
Frag du mal, wie fühlst du dich? Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Schon besser. Richtig. Hier das Wort уже mit dem лучше. Die beiden Wörter kennen wir, aber in der Kombination noch nicht, würde heißen schon besser. Oder man kann sagen, мне уже лучше. Mir geht es schon besser. Oder ich frage dich, как она себя чувствует? Wie fühlt sie sich? Und du sagst, ihr geht es schon besser. Ей уже лучше. Ей уже лучше. Wenn es einem schlechter geht, dann ist es хуже. Und wenn es jemandem noch schlechter geht, dann heißt es еще хуже. Ему еще хуже. Ihm geht das noch schlechter. Eine Besonderheit im Russischen ist, dass man vor allem in der Umgangssprache oft an den Komparativ das Präfix «по» anhängt. Und das schwächt die Steigerung ab und entspricht dem Deutschen in etwa etwas besser oder etwas günstiger. Also «дешевле», «подешевле». Etwas günstiger. «Дороже», «подороже». Etwas teurer. «Лучше», «получше». Etwas besser. «Мне уже получше». Mir geht es schon etwas besser. Wir kennen das Wort «немного». Etwas, ein bisschen. Und wenn ich frage, «как он себя чувствует?» Wie fühlt er sich? Kann man sagen «немного получше». Ein bisschen besser. Ja, hier im Russischen schwächt man die Steigerung zweimal ab durch «немного» und durch das Präfix «по», also ein bisschen etwas besser. Man kann auch sagen «немного лучше». Und «немного лучше» ist schon ein bisschen besser als «немного получше». Das sind aber ganz, ganz feine Unterschiede. Genauso in dem Fall von «похуже». Etwas schlechter. Wie würdest du sagen, ein bisschen schlechter, also nur ganz bisschen schlechter? Немного похуже. Немного похуже. Um in die andere Richtung die Steigerung zu erhöhen, kann man das Wort намного verwenden. Das heißt bedeuten, deutlich oder viel. Frag mal, wie fühlt sie sich heute? Как она сегодня себя чувствует? Как она сегодня себя чувствует? Намного хуже. Viel schlechter. Oder ей уже намного лучше. Ihr ist schon deutlich besser. Ein Synonym von намного ist das Wort гораздо. Im Falle von гораздо ist die Steigerung vielleicht noch ein bisschen höher als bei намного. Also гораздо kann man übersetzen als um vieles, um einiges. Ему уже гораздо лучше. Ihm geht's schon viel besser. Frag du mal, wie fühlst du dich? Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Und darauf kann ich antworten. Немного получше. Ein ganz bisschen besser. Намного лучше. Viel besser. Уже гораздо лучше. Schon um einiges besser. Diese ganzen Steigerungen kann man natürlich verwenden, nicht nur, wenn man über die Gesundheit spricht, sondern auch, wenn man über andere Themen spricht. Zum Beispiel, эта гостиница дороже, но гораздо лучше. Dieses Hotel ist teurer, aber um einiges besser. Этот отель намного ближе к центру города. Dieses Hotel ist viel näher zum Stadtzentrum. Сегодня уже теплее, чем вчера. Heute ist es schon wärmer als gestern. В России в феврале обычно еще холоднее, чем в январе. In Russland im Februar ist es normalerweise noch kälter als im Januar. In der Lektion 85 haben wir das Wort für Aussehen gelernt. Das war выглядеть.
Und zwar hieß es: Larissa, ты выглядишь очень больной. Larissa, du siehst sehr krank aus. Man kann aber auch sagen: ты уже лучше выглядишь. Du siehst schon besser aus. Ты сегодня выглядишь уже намного лучше, чем вчера. Heute siehst du schon viel besser aus als gestern. Сегодня она выглядит еще лучше, чем обычно. Heute sieht sie noch besser aus als sonst. Es gibt noch eine Komparativform, die wir schon ganz gut kennen, und zwar больше. Mehr, größer. Und das ist der Komparativ von was? Большой, много. Большой oder много, ja. Zum Beispiel, когда болеешь, надо много пить. Wenn du krank bist, musst du viel trinken. Und um den Komparativ zu verwenden, kann man sagen, тебе надо больше пить. Du musst mehr trinken. Когда болеешь, надо пить больше, чем обычно. Wenn du krank bist, musst du mehr trinken als sonst. Ja, dieses больше, чем обычно, kann man in vielen Situationen benutzen, mehr als sonst. Eine andere sehr häufige Verwendung von больше ist in Sätzen wie у меня больше ничего не болит. Mir tut nichts mehr weh. Oder wenn man über die Größe spricht, kann man sagen этот отель намного больше. Dieses Hotel ist viel größer. Um hier die Steigerung abzuschwächen, kann man wieder das Präfix по verwenden. Побольше. Etwas mehr oder etwas größer. Das war doch mit «бери побольше», nimm mehr. Richtig, «бери побольше». Man kann auch sagen «пей побольше». Trinke etwas mehr. Wenn jemand krank ist. Wir kennen die Wörter «маленький» und «мало». Der Komparativ davon ist «меньше». Kleiner. Kleiner oder «weniger». So wie im Fall von больше war das mehr oder größer, so ist es im Fall von меньше weniger oder kleiner. Сейчас у меня уже меньше болит голова. Jetzt tut mir der Kopf schon weniger weh. Мой сын сейчас меньше болеет. Mein Sohn wird jetzt weniger krank. Und jetzt verwenden wir mehrere Komparativformen. Эта гостиница меньше, лучше, дешевле и ближе к центру города. Dieses Hotel ist kleiner, besser, günstiger und näher zum Stadtzentrum. Auch hier kann die Steigerung durch das Präfix «по» abgeschwächt werden. Wie sagst du «etwas weniger» oder «etwas kleiner»? «Поменьше». «Поменьше». Этот номер поменьше, но нам больше нравится. Dieses Zimmer ist kleiner, aber es gefällt uns besser. Mit dem Komparativ gibt es auch einige feste Ausdrücke. Wir lernen zwei davon. Der erste ist «лучше меньше да лучше». Das hat mal Lenin gesagt, das weiß inzwischen kaum jemand. Aber der Ausdruck wird sehr, sehr oft verwendet und bedeutet «besser weniger, aber besser». Und gemeint damit ist natürlich «Qualität geht vor Quantität». Richtig. Лучше меньше, да лучше. Und ein anderes Sprichwort, das international ist, heißt лучше поздно, чем никогда. Besser spät als nie. Auch zu dieser Lektion gibt es wieder Hausaufgaben. Diesmal lesen wir die deutschen Sätze nicht vor. Wer die Hausaufgaben machen möchte, findet die Sätze auf der Seite von der Lektion 96 im Bereich Podcasts auf russlandjournal.de. Beim nächsten Mal werden wir dann die Sätze und die Übersetzungen vorlesen. Und jetzt wiederholen wir die neuen Wörter und die unregelmäßigen Komparativformen, die wir heute gelernt haben. 96. Дороже. Teurer. Подороже. Etwas teurer. Дешевый. Günstig. Дешевле. Günstiger.
Подешевле. Etwas günstiger. Ближе. Näher. Дальше. Weiter. Получше. Etwas besser. Хуже. Schlechter. Похуже. Etwas schlechter. Меньше. Weniger. Поменьше. Etwas weniger. Намного. Deutlich viel. Гораздо. Um vieles, um einiges. Чем. Als. Тем. Umso, desto. Чем. Тем. Je, desto. Und jetzt verabschieden wir uns und sagen спасибо за внимание. Danke für die Aufmerksamkeit. Всего хорошего. И до скорого.